Manchmal wäre das, glaube ich, schon sehr geil. Irgendwann in der Realschule habe ich mir halt angewöhnt zu duschen. Seitdem bin ich eigentlich Duscher tatsächlich. So seit der 9. Klasse in etwa. Oder 8. vielleicht sogar. Ja, und seitdem bin ich ein Duscher und ja. Seitdem war ich, glaube ich, original ein einziges Mal wirklich in einer Badewanne baden. Also, damit ihr es wisst, gehen wir mal von 9. Klasse aus. Das war dann ungefähr so 2006. Und bis heute war ich original. Warum bin ich jetzt in die Höhle gegangen? Weil ich Gaga bin und quatsche und mich nicht konzentriert habe, offensichtlich. Auf jeden Fall, in dieser Zeit war ich original einmal baden, was irgendwie eklig klingt, aber ja, ich dusche ja halt. Ich bin halt Duscher. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt in meiner eigenen Wohnung eine Badewanne hätte, glaube ich, würde ich mittlerweile tatsächlich relativ häufig baden, glaube ich. Eigentlich dumm, dass ich die Dinger so zerstöre, weil absicheln kostet mich nämlich nichts. Ich will dieses Material eigentlich nicht sammeln, weil ich es momentan nicht brauche, aber komm, ist egal. Sicheln wir den Kack mal weg. So, dann kommen wir wenigstens an die Bäume ran. So. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, mal wieder baden wäre ganz nice. Ja, und das Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel damals auf Montage war oder dann in meinem nächsten Arbeitsverhältnis irgendwie auf Schulung war oder so, dann war man halt mal, ja, im Hotel und irgendwie, ja, da sind halt Badewannen, aber da bin ich halt auch nie reingegangen, weil ich muss zugeben, das ist dann auch ein bisschen so dieses Heimscheißer-Phänomen, weil ich gestehen muss, dass ich es irgendwie eklig finde, mich in Badewannen zu legen, wo zig Leute theoretisch schon drin waren. Und mir ist bewusst, dass die sauber gemacht werden, aber man weiß halt auch nie genau, wie die sauber gemacht werden. Also ob man das so ernst nimmt. Wisst ihr, was ich meine? Und ich weiß, das ist irgendwie ein bisschen dämlich, aber ich bin halt so. Das ist so dieses Heimscheißer-Phänomen. Ich finde das dann doch zu abartig, um da tatsächlich dann zu baden. Und ja, jetzt mal unter uns, ne? Ich setze mich halt auch ungern auf fremde Toiletten rauf. Heißt, ich verkneif mir das entweder tatsächlich, solange wie es geht. Oder wenn es gar nicht mehr geht, dann scheiße ich wirklich im Stehen. Und man kann sich vorstellen, das ist zum einen anstrengend, zum anderen, ja, schmattert man sich wahrscheinlich mehr zu, als wenn man sich hinsetzt beim Keckern. Ja, tiefe Einblicke heute hier. Tiefe Einblicke. Aber ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist. Ob ihr euch da vielleicht nicht so habt. Also ob ihr da nicht so empfindlich seid oder. Ja, weiß nicht. Ich bin da halt sehr pingelig, was das angeht. Vielleicht auch unnötig, weil wir wissen alle, Dreck reinigt den Magen, Dreck härtet ab, bla bla bla. Aber naja. Es ist nun mal, wie es ist. Was soll ich euch sagen? Und wir haben genug Holz, sehe ich gerade. Sehr schön. Allerdings müsste der Laden, wenn er heute überhaupt offen hatte, schon zu haben. Also halb so wild. Dann würde ich jetzt noch so lange, wie die Energie reicht, Holz hacken. So. Die schönen kleinen Bäume können schön nachwachsen. So, komme ich an den Baum ran? Jupp. Den kriegen wir auf jeden Fall mit der Energie noch niedergerissen. Und ich bin am Überlegen, ob ich jetzt wieder in die Quelle gehe. Einfach nur, damit wir definitiv ausgeschlafen sind und voller Energie. Ich glaube, das mache ich mal. Dann sortiere ich die Sachen ein und dann war es auch schon wieder
Das mit diesem Stardew Valley-Tag. Die Zeit vergeht einfach zu brutal schnell. Viel zu schnell. Für meinen Geschmack. So. Und warum ich gerade zum Laden wollte, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich mir insgeheim wünsche, dass dieser Stall halt fertig wird. Weil ihr habt es wahrscheinlich gesehen, ich habe diesen kleinen Schlenker nach unten gemacht. Und ich dachte mir dann gerade so, oh. Nee, da wolltest du nicht hin. Du wolltest schön in ein warmes Bad. Was wir jetzt auch mal machen. Oh yeah. Schön erholen. 504 Holz, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ich wollte tatsächlich gucken, was wir noch so für Material dabei haben. Und die Sonne scheint jetzt gerade in mein Zimmer von hinten schön auf meinen Rücken. Das ist aber schön angenehm warm, nicht heiß, weil wir haben ja Winter. Schön angenehm tatsächlich. So, Energie ist voll. Dann Abflug. Voller Energie. So. Schwupp. Schwupp. Dip, 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 dip. Mario, auch mega geile Spiele. Wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages auch Konsolen-Let's Plays machen. Eine Capture Card habe ich. Wobei die mittlerweile veraltet ist, aber die sollte für die Konsolen dennoch eigentlich reichen. Zumindest in dem Aufnahmeanspruch, den ich habe. So, der jetzt nicht so hoch ist tatsächlich. Gut, ihr schlaft schön. Ei brütet. So, am nächsten Tag können wir theoretisch... Ja, nee, können wir nicht. Ich wollte gerade sagen, mit dem Material. Aber nein. Uns fehlt ja noch Kohle. Holz reicht dicke. Apropos Holz reicht dicke. Hatte ich das die ganze Zeit jetzt dabei? Ich bin verwirrt. Anscheinend schon. So. Die Muschel kommt hier nicht rein. Zack. Da ist doch eine so eine Muschel drin. Da. So. So. Beere. Und ab ins Bett. Heute mal früh. Aber egal. So. Bettchen. So, jetzt würde ich sagen, holen wir uns Fisch. Wir gehen schön angeln. Königin der Soßen, bla 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 bla. Das gibt mir mal Maki-Rolle. Oh, geil, lecker. Der zarte Geschmack des Ozeans. Eingehüllt in einer weichen Wolke aus Reis. Vielleicht ein wenig Wasabi. Für die Abenteuerlichen. Ich mag Wasabi. Das Wasser läuft schon in meinem Mund zusammen. Oh, wie ich Sushi liebe. Du hast gelernt, wie man Maki-Rolle macht. Geil. Ja. Irgendwann sollten wir mal eine Küche und so. Aber ich will erst den Stall hier wenigstens noch ausgebaut haben. Bevor ich das Thema angehe. Moin. Dankeschön. Die Damen für eure Eier. So, ups, ich war schon auf der Gießkanne. So. Moin, wechseln wir schon mal zur Angel. Kleines Ei. So, gut. Wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen, ohne dass ich achtmal nachgucken muss. Gut, gehen wir angeln. Gehen wir angeln, machen wir Geld. Und dann haben wir schon mal den Breeder. Ey, du sollst einsammeln und nicht angeln, Kollege. Und damit meine ich sowohl mich als auch ihn, weil das ist mein digitales Ich, der Paule. Ja, hier oben angeln finde ich ganz entspannt.
So. Hat sie Montagsruhetag oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Guck, die Bäume sind wieder nachgewachsen. Sehr schön. Und let's go. Tun wir das, was wir am liebsten tun. Angeln in Stadio. Moin, Fischi. Oh, motiviertes Fischi. Ja, komm. Oh, neuer Rekordmist. Ich hab's so selbstsicher jetzt weggeklickt. Hätte mich jetzt doch interessiert. Naja, egal. Ich genieße gerade die Musik. Ich jingle gerade ab zu der Mucke. Schön die Sonne, die mir im Nacken scheint, ey. Ah, perfekt. Sehr schön. Moin. Wir haben heute, by the way, noch gar keinen Schatz rausgezogen, Mensch. Naja, vielleicht ja jetzt. Für den nächsten Stall brauchen wir auf jeden Fall 20.000. Also für die nächste Erweiterung, die nach der Erweiterung kommt, die ich jetzt anstrebe. So. Zwergwels. Auch sehr schön. Vor dem schönen Iridium, die Brüder, die bringen richtig schön Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Money, 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 money. Oh. Money, Masari. Euro, Lira. Yen, Dollar. Was weiß ich, was es nicht noch alles gibt. Seni, wie in Dragon Ball. Berry, wie in One Piece. Hauptsache irgendwas, womit man andere Güter erwerben kann. Schön. Regenbogenforelle in Iridium, das gefällt mir. Das Angeln ist sowieso einfach nur Liebe in dem Spiel, auch wenn ich mich wiederhole. Den holen wir uns. Da haben wir wenigstens einen Schatz heute geholt. Bei den anderen habe ich es ja vergeigt. Yo, Karpfen, moin. Ah, seltene Scheibe. Yippie-ah-yo. Sommerlicher Tag. Am Teich. Schon wieder der 21. ey. Also im Spiel. Heißt, der Monat ist fast gelaufen. Wir haben bald Herbst im Stardew Valley. So, moin. Und ich weiß tatsächlich noch gar nicht, wann ich mich hier um die Liebe und so kümmern soll, weil... Hey, Viehzucht und so. Das geht gerade vor, Mensch. Das geht gerade vor. Na? Oh. Da dachte ich mir, der will nach oben wegkuschen. Warte, den Schatz holen wir uns. Schön den Schatz einsacken. Zweiter Schatz für heute. Ach, warum nicht? Holz ist auch schön. Brauchen wir. Brauchen wir. Können wir alles gut gebrauchen. Das ist halt einfach so. Die Stadium-Mucke ist geil. Blauer Schmetterling. Bei Schmetterling muss ich direkt wieder an Butterfly-Effekt denken. Ich hätte gerne so eine
Obwohl, vielleicht will man das auch gar nicht, wenn man es einsehen könnte. Ich weiß gar nicht, ob man das dann letztendlich wirklich wollen würde. Aber wir philosophieren jetzt hier einfach mal. Ich würde gerne eine Butterfly-Effekt-Karte meines Lebens sehen. Wie bestimmte Dinge verlaufen wären, wenn ich mich in bestimmten Situationen so, so oder so oder so oder so oder so entschieden hätte. Das wäre mega interessant, ey. Beispielsweise, wenn ich einer bestimmten Person nicht meine Liebe gestanden hätte, was wäre dann passiert? Hätte ich dann vielleicht jemand anderen getroffen, wenn ich beispielsweise mich nicht für die Ausbildung entschieden hätte? Beziehungsweise, das mit der Ausbildung, da muss ich weiter nach vorne gehen. Was ist, wenn ich mich nicht hätte belabern lassen, dass ich diese Ausbildung machen muss und so? Was wäre, wenn, keine Ahnung, ich nie Fleisch gegessen hätte? Halt so eine komplette, einfach so eine komplette Auflistung von was wäre, wenn streng zu meinem Leben. Interessant, ey. Wäre sicher interessant, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob man das tatsächlich wollen würde, wenn man die Chance dazu hätte. Weil man muss halt immer bedenken, es kann darin enden, dass man extreme Depris kriegt, weil bestimmte Dinge vielleicht wirklich besser gelaufen wären. Und andere vielleicht aber dann auch schlechter oder, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, so ist das. So. Ich wollte gerade sagen, dich ziehe ich jetzt perfekt raus, Keule. Der hat es ja fast schon herausgefordert. So nach dem Motto, na, kriegst du mich? Und ja, wir haben ihn bekommen. Oh. Oh. Stürmischer Junge, wa? Na, komm her. Schade. Kein neuer Rekord oder ähnliches. Schön Fisch verhökern. Oh, oh, oh. Ja, ich glaube. Ja, wohl, vielleicht können wir uns den. Schatz, nein! Doch nicht abschminken. Verdammt. Jetzt mal nicht so stürmisch hier, Herr Fisch. So, den Schatz haben wir auch. Sehr schön. Störe, ey. Die sind wild. Im wahrsten Sinne des Wortes. 4 goldene haben wir davon mittlerweile halt. Boah, ey, du musst den perfekt fangen, damit du den in Iridium hast. Also wenn du so eine Fischkiste voll haben willst mit dem. Nicht Fischkiste. Wenn du, ich sag mal, so gesagt, das wollte ich sagen. Wenn du eine Kiste hast mit Fischen, die du sammelst, damit du von jedem einen auf dem Hof hast, einfach so, ne, nice to have mäßig. Ey, die in Iridium, Bro. Obwohl, es gibt Fische, da ist das viel, viel, viel schwerer. Und Gold ist auch nicht schlecht. Gold ist definitiv auch nicht schlecht. Na, beißen wir denn heute nochmal, oder? La 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 la, geht doch, geht doch. La 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 la. Ja, wir angeln dich. Der wollte mir den perfekten Fang zerstören, dieser Kaulbarsch. Ich glaub's ja wohl. Frech, sowas frech. Ja, den wollte ich jetzt perfekt haben. Schade, Regenbogenforelle. Hätte ich mir auch den Schatz holen können. Egal. Egal.